Die SG Roden-Schmillinghausen hat es verpasst, näher an den zweiten Rang der Gruppenliga Kassel zu rücken. Auf eigenem Platz setzte es eine bittere 0:1-Niederlage gegen den Tabellenzehnten SG Lore Niedervorschütz. Die letzten Spiele der Heimelf gaben dem eigenen Anhang eigentlich Hoffnung, dass es einen Dreier geben könnte. Aber außer der Chance von Pusch und dem Stolperer von Delic zeigten die Hausherren keinerlei durchdachten Offensivdrang. Das mag auch an der frühen verletzungsbedingten Auswechslung von Kreativspieler Florian Pusch gelegen haben. Zu schnell für die Kamera und vor allem für Torwart Hübel ging es dann in der 19. Minute. Lores Tom Winter schießt aus knapp 50 Metern aufs Tor. Viel zu weit vor seinem Kasten stehend hatte Hübel keine Chance. 0:1. Die Hirdeself agierte auch nach dem Rückstand weiter permanent mit hohen Bällen. Dies blieb aber ohne Erfolg. Neben dieser Ideenlosigkeit war der Angriff nicht in der Lage, die Bälle zu halten, damit das Mittelfeld nachrücken konnte. Dieses Gruppenligaspiel riss bis dato niemanden vom Hocker, sodass sich am Rande wieder aufs Wesentliche konzentriert werden konnte. Nach dem Wechsel hatten Ostwald und Feilgar die Möglichkeit, auf 0:2 zu erhöhen. Wenn der Tabellenvierte mal in aussichtsreicher Position war, wirkte es sehr unkonzentriert. Eine ganz unschöne Aktion folgte dann in der 70. Minute. Urteilen Sie selbst, welche Karte hier angebracht ist. Der Schiri beließ es beim gelben Karton. Auch in der Schlussphase ließ die Gästeabwehr um Julian Sattelmacher aus dem Spiel heraus nichts mehr zu. Allerdings kam Roden-Schmillinghausen noch zu einem Standard. In der 91. Minute landet Hinschichs Freistoß bei Gästespieler Melcher, der zunächst mit dem Ball ins Tor läuft, dann aber noch rechtzeitig vor der Linie klärt. So blieb es beim überraschenden Auswärtssieg der SG Lore Niedervorschütz.